Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass ich immer wieder zu denselben Teilen greife und dass mir Style und Gemütlichkeit vor allen Dingen in meinem Alltag sehr, sehr wichtig ist. Hi, ich bin Larry und ich zeige dir, wie du mit mehr Achtsamkeit und Minimalismus zufriedener mit deinem Kleiderschrank wirst. Ich selbst organisiere meinen Kleiderschrank schon seit über 5 Jahren nach dem Prinzip der Capsule Wardrobe. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann schau mal in die Infobox. Heute reden wir darüber, wie du deinen Style und deinen Stil finden kannst. Und ich gebe dir auf jeden Fall praktische Tipps mit. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch bitte. Dann verpasst du kein Video mehr. Folg mir auch gerne auf Instagram und lass uns direkt loslegen. Vielleicht hast du es hier in den Videos schon bemerkt, aber definitiv, wenn du mir auf Instagram folgst. Mein Stil ist sehr minimalistisch, unaufgeregt, eher warm und ruhig mit erdigen Tönen und ich bin nicht sehr bunt unterwegs. Meine Grundfarben, die ich trage, sind meistens schwarz und weiß und dazu kommen verschiedene Beige- und Brauntöne. Ich bin der Meinung, dass unsere Kleidung uns im Alltag unterstützen soll und uns nicht im Weg stehen soll, sondern dass unser Kleiderschrank uns durch gewisse Outfit-Formeln einen Selbstbewusstseinsboost geben soll. Und diese Formeln, die kann man eben entwickeln und so auch seinen Stil finden. Und ich zeige dir heute, wie das geht. Wichtig ist natürlich am Ende, dass die Outfit-Formeln zu deinem Lifestyle passt, dass sie dir Selbstbewusstsein gibt und dass du sie natürlich auch optisch ansprechend findest. Erster Schritt, Inspirationssuche. Damit du überhaupt ganz genau wissen kannst, was dir eigentlich gefällt, ist es wichtig, das zu visualisieren. Also schnapp dir Pinterest, Instagram, YouTube, TikTok, Zeitschriften, Bücher, deine Freunde, wer auch immer dich inspiriert. Und alles, was dich inspiriert, halt es irgendwo fest. Ich mache das digital auf Pinterest, weil das für mich am einfachsten ist. Übrigens ist mein Pinterest auch unten in der Infobox verlinkt. Im zweiten Schritt nimmst du dir genau diese Inspiration, die du festgehalten hast, und schaust sie dir ganz genau an. Warum gefällt dir dieses Outfit? Was gefällt dir? Sind es die Farben, die Schnitte, die Formen? Ist es der allgemeine Vibe? Schritt Nummer 3, versuch mal Schlagworte daraus zu bilden. Du hast jetzt die Inspiration gesucht, du hast definiert, was dir daran genau gefällt. Versuch jetzt mal Stilschlagworte daraus zu bilden. Zum Beispiel rockig, minimalistisch, skandinavisch, outdoor, sportlich, Gothic-Style, Streetwear, gemütlich, verspielt, aufregend, ruhig, sowas in der Art. Wenn du das gemacht hast, dann entscheide dich so für 3 bis 5 Schlagworte, die dir am ehesten entsprechen. Schritt Nummer 4, nimm diese 3 bis 5 Schlagworte und geh an deinen Kleiderschrank und such ganz gezielt Teile aus deinem Kleiderschrank, die diesen Worten entsprechen. Schritt Nummer 5, orientiere dich bei deiner Outfitwahl an deiner erstellten Outfit-Formel. Du wirst sehen, dass es dir im Alltag viel leichter fallen wird, Outfits zu wählen, die dir wirklich entsprechen, die zu dir passen und in denen du dich wohlfühlst und du wirst dadurch viel mehr Selbstbewusstsein bekommen und das wirst du auch ausstrahlen und das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen uns wohlfühlen in unserem Körper, in unseren Outfits und das wollen wir auch ausstrahlen. Und ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Wenn das so ist, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und bevor ich es vergesse, sage ich dir natürlich auch noch meine Outfit-Formel. Meine Outfit-Formel ist skandinavisch, entspannt, zeitlos und minimalistisch und das entspricht einfach total, ja, mir, meinem Wesen und dem, was mir gefällt.